Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir haben nochmal heute ein Video aus dem PTB, das heißt, wir sind nochmal mit Alan Wake unterwegs und wir haben folgendes Setup dabei. Diesmal mit Meister des Lichts, dann haben wir noch Gewief, den Hintergrundspieler und zu guter Letzt Manifest der Reste. Ich bin gespannt, was hier passieren wird, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Let's go. Okay, Thompson House, Leute. Werde ich garantiert die Okay, Taschenlampe das klingt gut. treffen. Alles andere wäre ja sehr merkwürdig. Oh, der Billy ist auch zu Hause. Oh wow, direkt DC. Ach Leute, Alter, das ist der fucking PTB. Was ist los mit euch? Wie kann man sich denn so einkacken? Where you at, bro? Da. Der Bot. Uff. Kommt er extra zurück, um den Typen zu tunneln? Alter Schwede. Der Bot einfach komplett los. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir auf Killer rüber switchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, in den letzten paar Runden waren meine Mates irgendwie eher so suboptimal. Manu, was geht? Moin moin. Der Bot einfach MVP. Ich habe überlegt, ob wir morgen vor GJG. Ob wir morgen vor GJG. Vielleicht nochmal Wartails anschmeißen, Leute. Wie sieht's aus? Nicht so lang wie sonst, logischerweise, aber. Hat überlegt, weil heute ja wieder PTB ist, werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht so heftig lange DBD zocken. Alter, wie man einfach immer komplett wegjedet mit Hintergrundspielern, ne?
Okay. Voll in der Wartale-Sucht, denkt an nichts anderes. Obwohl wir halt das Spiel bald durch haben. Also eigentlich sollte ich es mir jetzt noch ein bisschen aufsparen. Aber... mit Han Shodan fangen wir jetzt wieder auf 17 Uhr an. Deswegen dachte ich, ja, vielleicht können wir vorher einfach noch irgendwie 4 Stündchen Wartales machen oder so. Kato, danke schön für die Biddies. Die Pika-Biddies wohlgemerkt. Wir haben jetzt auch bald das nächste Event wieder. Das nächste Event, sag ich schon. Das nächste Gebiet haben wir ja bald schon wieder durch. Da wird schon wieder die Parade nicht gegönnt. Wir können nicht in jedem Ding die Parade haben. Die Pikas müssen doch auch mal sich ausruhen. Die haben im Dezember echt hart gearbeitet. Die hatten im Dezember gefühlt so viel Screentime wie im ganzen Jahr. Hab nichts gesagt, okay. Damit Andrea Nummer 3 der Paradenleute hier in 2024. Ich habe bestimmt den Algo geändert. Ha, Beweisführung abgeschlossen, Kato. Andrea reiht sich ein in die Liste, Leute. Ich habe legit keine Ahnung, was meine Mates die ganze Zeit machen. Oh. Ey, zeigst du meiner Frau die Zunge? Okay, das war ein Schritt zu weit. Muss los. Das war vielleicht ein bisschen zu gemein, ich geb's zu. So, Kado haut erstmal einen raus hier. Zwei Leute, Dan und Hooker und noch 4 Gens. Ja, aber es macht ja auch niemand Generatoren außer der Bot. Zu viel hier mit dem Killer. Jetzt fährt er sogar schon wieder weg. Da jietet der los, doch. Hey, nur noch 3 Gens. Der Typ macht natürlich nicht mit.
Er ist schon wieder irgendwo gegengefahren. Ja, der Bot so einfach so Gens before Friends. Aber der Bot auch der Einzige, der noch nicht am Haken war. Ganz merkwürdige Runde aber auch. Ich glaube, der Killer, der will auch einfach nur die Säge ausprobieren. Der ist ja so auf Krampf mit der Säge unterwegs. Der spielt die Jagden ja gefühlt gar nicht richtig. Nächster Gen ist durch. Oh, ey. Ja, ich glaube, ich switch gleich auf Killer. Die Runden sind aktuell einfach... einfach anstrengend, muss ich sagen, als Survivor. Die sind echt lame. Vielleicht machen wir einfach nochmal selber Billy gleich. Noch ein Gen, ja. Bot, zieh durch. Hashtag Believe. Oh, der andere ist auch am Generator. Es ist in der Jagd. Komische Runde, oder? Da vorne laufen sie. Der Bot hat aber aufgehört. Ich weiß nicht genau, wo der dran saß. Oben in der Bude vielleicht? Hat er Angst bekommen? Man weiß es nicht. Können die Bots Angst bekommen, wenn der Terrorradius näher kommt? Ich habe keine Ahnung. Oh, hallo. Laura, hast du den Bot hierher beordert? Ja, die Runde ist mega lang. Aber weil halt auch nichts passiert. Die Runde ist einfach mega lame. Ich denke mal, ja, wir switchen gleich mal rüber. Dann zocken wir selber nochmal ein bisschen mit Killer. Mal schauen, was passiert. One-on-one, Billy! Oh! Tschüssi! Ich glaube, ich habe das One-on-one gewonnen, mein Freund. Later! Oh Mann, ey. Was passiert hier, ey? Der Bot wurde nochmal erwischt. Was ist das für eine Runde? Oh, ich krieg nochmal einen Boost. Der Bot hängt zum ersten Mal. Aber es ist ein Bot. Eigentlich kann ich den noch alleine sterben lassen, oder? Er hat uns zwar die ganzen Gens gemacht, aber hey. Oha. Hat er Barbecue? Digga, der ist mit seinem 2015er Setup hier unterwegs. 2017, meine ich. Der hat mich doch gerade gesehen, oder?
Leute, der hat mich gerade nicht gesehen, offensichtlich. Hä? Kann doch gar nicht sein. Schade. Ja, der Bot war strong. Oh. Gönnt er jetzt hier? Man weiß nicht genau warum, aber er gönnt. Er ist halt ein Ehrenmann. Dankeschön. Weiß nicht genau, was wir gemacht haben, aber ich nehm's. Vielleicht dachte er, ich war der Einzige, der richtig gespielt hat. Dabei war der Bot der Einzige, der alles gegeben hat. Ja, das war irgendwie eine sehr verplante Runde, Leute. Ich weiß nicht, was da irgendwie passiert ist, aber Twitch-Chat hat gesagt, die muss auf jeden Fall auch auf YouTube hoch. Die war einfach irgendwie zu wild, als dass wir sie liegen lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es so ist, freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar, über ein Like und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.